Moin moin und hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr an eurer Krups Espressia Automatik Serie EEA80 oder EA81 zum Beispiel die erste Benutzung durchführen könnt oder einen Initialisierungszyklus durchführen könnt. Der besagte Initialisierungszyklus wird jedes Mal durchzuführen sein, wenn eure Krups Kaffeemaschine vom Stromnetz getrennt war. Erstmal müssen wir das Gerät vorbereiten. Wir nehmen also den Wasserbehälter, welcher sich hinter dem Gerät befindet, heraus und füllen ihn mit Wasser auf. Es gibt keine Maximalfülllinie an diesem Tank angezeichnet. Das heißt also, wir können so weit gehen, bis es für uns noch tragbar ist. Da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr das nicht wirklich Oberkante geht, weil dann könnte sein, dass ihr etwas daneben schwappt. Und das möchte ja keiner. Wenn wir das Wasser drin haben, es ist ganz normales Leitungswasser, welches wir verwenden, kommt es wieder hinten in die Maschine herein, wird einfach hineingehangen, draufgedrückt, dann sind also alle Ventile miteinander verbunden. Wir setzen diesen Wassercontainer also mit einem kräftigen Druck wieder ein und schließen den Deckel. Dann müssen wir die Kaffeebohnen einfüllen. Das heißt, wir gehen auf die Oberseite der Maschine und öffnen dort den Kaffeebohnenabdeckungsfreund. Dann füllen wir in die Maschine über das Mahlwerk dann, sprich in den Tank für die Kaffeebohnen, die Kaffeebohnen ein. Die Kaffeebohnen sollten nicht irgendwie mit behandelt sein, sprich überzogen sein mit Zucker oder mit irgendwelcher Sülze etc. Es sollten wirklich nur leckere und geröstete Kaffeebohnen sein. Es dürfen auch keine frischen Kaffeebohnen sein. Geröstete frische Kaffeebohnen sollten es demnach sein. Wenn ihr Crema haben wollt, dann gibt es extra Crema-Bohnen oder auch noch diverse andere Arten. Nur halt nicht mit irgendwelchen extra Shishis. Die Kaffeebohnen könnt ihr auch so weit einfüllen, dass ihr dort bis oben Oberkante gehen könntet. Denn danach kommt unser Abdeckungsfreund wieder drauf und hält so das Aroma auch in der Maschine selber. Deckel einfach wieder des Kaffeebohnenbehälters drauf. Schönen Tag noch. Wir sollten niemals heißes Wasser, Milch oder andere Flüssigkeiten in den Wasserbehälter reinfüllen. Fehlt beim Einschalten der Maschine der Wasserbehälter oder befindet sich zu wenig Wasser im Behälter, beginnt die Kontrolllampe, das ist diese hier, zu leuchten und zeigt uns dann an, Digga, wir können hier nichts machen, ich brauche Wasser. Okay? Dann geht's los. Initialisierungszyklen. Wir schalten das Gerät durch Drücken der On-and-Off-Taste ein. Natürlich vorher mit Strom noch draufgeben. Ne? Der Strom sollte schon dort dann reinballert. Jetzt boot die Maschine, checkt alles durch und wir warten jetzt, bis die besagte Taste dann durchgängig leuchtet. Momentan blinkt sie noch. Jetzt wird sie alles durchchecken und dann können wir fortfahren. Nun sehen wir, vielleicht seht ihr es nicht, weil ich sehe im Display, dass es flackert. Bei mir ist es aber so, dass dieser Knopf nun blau leuchtet. Das heißt also, die Maschine sagt uns, ich bin bereit für den Initialisierungszyklus. Die Gesamtdauer wird ca. 3 Minuten betragen. Und nun sollten wir etwas drunter stellen. Etwas, was mindestens ein Fassungsvermögen von 0,6 Liter aufweist. Mir ist es schleierhaft, wie ich unter diesen Spender hier, den Dampfzyklus und dem Kaffeezyklus, sprich diese beiden und dieses Ding, 0,6 Liter ein Gefäß hinbekomme, ohne jetzt eine Ölwannen-Auffangbox zu nehmen. Ich werde mir jetzt behelfen und werde 2 Cappuccino-Gläser nehmen. Okay, das sollte auch funktionieren. Gut, also etwas zum Auffangen drunter. Im Notfall habt ihr ja auch noch hier unten die Auffangbox unten drunter. Wichtig ist nur, dass ihr jetzt die Dampfdüse nicht irgendwo hinpackt, sondern die sollte in das Gefäß selber gerichtet sein. Und nun sind wir bereit, um den
Initialisierungszyklus zu starten. Hier oben haben wir also den An- und Ausschaltknopf. Beim Booten blinkt er. Betriebsbereitschaft hergestellt, ist er dann am Leuchten kontinuierlich. Um jetzt den besagten Initialisierungszyklus zu starten, brauchen wir diesen Knopf hier in der Mitte. Dieser Knopf in der Mitte hat so eine Spray-Funktion. Ne? Nicht zu verwechseln mit diesem Knopf, der ist nur fürs Dampfsystem. Dieser hier, dieser Knopf ist in unserem Fall für den Initialisierungszyklus. Wir drücken diesen Knopf und dann fängt die Initialisierung des Gerätes an. Die Gesamtdauer liegt ungefähr bei 3 Minuten und sie ist dann zu Ende, also sprich fertig gelaufen, wenn wieder unser Knopf hier auf der linken Seite die ganze Zeit am Leuchten ist. Dann ist nämlich der Betriebszustand der Maschine wiederhergestellt. Auf geht's! Nun sehen wir, leuchtet unsere Maschine wieder knackig durch. Das heiße Wasser, was jetzt aus dem Kaffeekreislauf und aus dem Dampfkreislauf herausgekommen ist, werden wir nun wegschütten. Denn jetzt ist der Schmutz und der Dreck, der sich über eventuell einer langen, nicht nutzenden Zeit hier angesorgt hat, wieder durchgeschossen worden. Und damit ist unsere Maschine wieder einsatzbereit. Und natürlich empfiehlt es sich immer mehrere Spülgänge, wenn sie ganz lange dort gelegen oder gestanden hat, 2 Durchgänge oder mehr durchzuführen, damit die Maschine dann wirklich wieder richtig im Einsatz zurückgekommen ist. Jedes Mal, wenn wir uns das Gerät an den Stromversorgung anschließen, führt die Maschine einen Initialisierungszyklus durch. Und es ist wichtig, dann also das zu wissen, weil, wenn wir sie nicht abklemmen, bleibt uns der Initialisierungszyklus, der ungefähr 3 Minuten in Anspruch nimmt, erspart. Natürlich, wenn die Maschine lange irgendwo am Chillen war, sollten wir ihn durchführen. Ich fasse nochmal zusammen. Maschine starten durch den Powerknopf. Wenn die Maschine dann anfängt hochzubooten, dann wird die Taste irgendwann so nach einer halben Minute dauerhaft leuchten. Dann packen wir ein Gefäß drunter und drücken auf den Ich bin jetzt der Spülknopf in der Mitte. Dann spült die Maschine den Dampfkreislauf und den Kaffeekreislauf durch. Ihr seht, ihr solltet 2 Tassen bereithalten. Wenn die eine voll ist, kommt die nächste dran. Manchmal braucht sie auch nicht so viel. Und dann, wenn sie das durchgespült hat, dann leuchtet links oben der An- und Ausschaltknopf wieder durchgängig. Und ihr könnt mit dem Kaffee zubereiten fortfahren. Das müsst ihr nicht vor jedem Tag, also nicht jeden Tag wiederholen. Das macht ihr nur, wenn die Maschine eine längere Zeit nicht angeschlossen war. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.